Hallo, ihr fantastischen Menschen da draußen. In diesem Video möchte ich euch drei sehr kuriose Gameboy-Spiele vorstellen. Und zwar drei Bootleg-Spiele. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, okay, was sind diese Bootleg-Spiele und was unterscheidet die Dinger von ROM-Hacks? Ganz normal, das sind Spiele, die irgendwie ja neu angepasst wurden, eigentlich wie ROM-Hacks, aber damals richtig verkauft wurden. Das war dann in diesen typischen Märkten, konnte man die Dinger dann kaufen, wo man natürlich auch die Original Adidas Sachen bekommen hat und so weiter. Und die wurden halt ganz normal vertrieben und waren natürlich sehr reißerisch und haben Scheiß auf irgendwelche Lizenzvereinbarungen gegeben. Deswegen gibt es hier auch Sonic auf den Game Boy oder ein neuer Super Mario Teil, den es so natürlich nie gegeben hat. In diesem Video schauen wir uns mal drei Stück an und ich würde sagen, starten wir nach dem Intro. Und als erstes haben wir Super Mario 4, was irgendwie so unlogisch ist. Also ich denke mal, es soll so eine Art Super Mario Brothers 4 sein, was ja niemals irgendwie offiziell erschienen ist. Denn es gab ja auf dem NES nur die ersten drei Teile und da ging es ja weiter auf den Super Nintendo. Und da war es schon Super Mario World und ja, auf den Game Boy war es natürlich Super Mario Land. Deswegen weiß ich nicht, was hier da gemacht wurde. Das Spiel ist auf jeden Fall sehr seltsam. Ihr seht schon, Grafik ist eigentlich sehr in Ordnung, aber ich starte gleich mit der Fähigkeit hier. Also, ich denke mal, das soll jetzt hier irgendwie so diese Feuerblume sein, ne? Aber irgendwie werft ihr einen kleinen Pilz. Und das ist irgendwie ganz komisch, wenn ihr seht hier bei Steuerung, wenn ihr springt und dann quasi schießt, dann bleibt ihr kurz stehen. Also, irgendwie seltsam programmiert worden. Ich habe jetzt nicht gefunden, auf welcher Basis dieses Spiel irgendwie gemacht wurde, ob das jetzt eine komplette Neuentwicklung ist oder ob das jetzt irgendwie, ja, auch ein ROM-Hack ist. Ich habe des Öfteren hier bei den Grafik, es gibt eine Wikipedia zu diesen Bootleg-Games. Also hier auch, ne, wir sammeln einen Pilz ein, wir verwandeln uns in eine kurze Ölwolke und man weiß nicht, was passiert. Da wird immer wieder gesagt, dass hier viel von auch dem Bootleg-Spiel Squirrel King benutzt wurde, was auf dem Super Nintendo allerdings erschienen ist. Deswegen, okay, hier ist ein Wasserfall mit verschiedenen Plattformen. Also hier fällt natürlich auch auf, finde ich, dass das Spiel ja sich nicht unbedingt an normale Konventionen hält, sage ich mal. Da so ein normales Spiel ja mit der ersten Welt relativ einfach anfängt. Und hier habt ihr gleich irgendwie großartige Kapriolen, die ihr schlagen müsst. Und hier haben wir noch ein weiteres Upgrade, was ich hier allerdings nicht erreichen kann. Aber ich würde sagen, wir gucken hier einfach mal. Vielleicht muss ich da hier oben irgendwie lang. Okay. Also, ich sag mal so auf den aller flüchtigsten Blick. Ne? Wenn, sagen wir mal, ihr seid jetzt wirklich sehr jung und was ich hier für ein Update das habe, das hatte ich noch nie. Okay. Das soll wahrscheinlich die Hasenohren sein. Okay, das habt ihr einen super Schuss. Aber so richtig fliegen können wir hier nicht. Also ich habe bisher nur ganz, ganz kurz reingespielt. Dieses Upgrade hatte ich hier noch nicht. Genau, sehr seltsam. Also wenn ihr ganz jung seid, ne, und wirklich im Urlaub seid und in diesen, ich sag mal, Fake-Shops seid und euch das hier holt. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass man sich da wirklich denken könnte, okay, das ist ein Super Mario-Teil, auch wenn er natürlich irgendwie seltsam ist. Vor allem, weil natürlich auch die Super Mario-Formel damals noch nicht ganz so fest irgendwie geschrieben war. Aber es hakt hier und da. Also die Steuerung, finde ich, ist nicht so die optimalste. Gefühlt, ja, löst der Sprung immer so ein bisschen zu spät aus. Ordnung von ganz vorne. Also, ne? Musik geht, ist jetzt auch nichts Besonderes, aber finde ich jetzt eigentlich auch gar nicht so verkehrt. Wie gesagt, die Grafik geht. Okay, jetzt haben wir hier mal ein kleiner Mario. Also, ihr startet gleich mit dem Power-Up und wahrscheinlich, wenn ich mir jetzt. Ach, den können wir auch nicht schießen. Das heißt, wenn ich mir jetzt hier den Pilz hier gleich einsammle, dann werden wir wahrscheinlich wieder groß und ich kann die Pilze schießen. Ah, okay, gut. Also auch hier ein Unterschied, wobei das Sprite, finde ich, auch sehr groß ist. Wurde allerdings alles wohl zusammengeklaut, die ganzen Sprites. Wie ich gelesen habe, wohl aus irgendeinem Yoshi-Game auf den Game Boy. Habe ich jetzt allerdings leider nicht im Kopf, welches das genau ist. Aber ja, so wäre halt theoretisch Super Mario Bros. 4, ne? Also ich glaube, wenn das wirklich so herausgekommen wäre, das wäre Nintendo ziemlich auf die Füße gefallen. Aber ist natürlich ein Bootleg-Spiel. Aber ich würde sagen,
gucken wir uns mal die Sonic-Spiele an. Wie ihr sehen könnt, haben hier die Entwickler nicht damit gespart, irgendwelche großen Titel zu verwenden. 3D Sonic Blast 5. Also, eine Hand reicht. 10 zwar noch nicht, aber wäre wahrscheinlich auch möglich gewesen. Ist sehr kurios. Auch das scheint wohl eine komplette Neuentwicklung zu sein und kein ROM-Hack oder ähnliches. Wobei natürlich auch hier viele Grafiken von anderen Spielen geklaut wurden. Und ihr hört es vielleicht schon, die Musik ist richtig mies. Und wie ihr seht, es wurde halt auch nicht gut portiert irgendwie, ne? Also das Spiel ist wohl sehr bekannt dafür, dass es scheiße ist. Und also Grafik-Assets sind geklaut. Ich kann euch sagen, die Steuerung ist so komisch, wie sie aussieht. Guckt euch mal einen Sprung an, wenn ich hier zur Seite springe. Dann habt ihr immer so einen Ruckler, ne? Also irgendwie seltsam. Grafik-Assets würde ich sagen, das sind geklaut, das sind eindeutig Sonic-Assets. Das flickert hier alles. Auch hier, ich spiele es mit einem Emulator. Kann ich nicht sagen, ob das im Original ist, aber ich wette ja. Und Alter, die Musik, oder? Die Musik. Wir können auch nicht schnell rennen oder sowas, ne? Das ist. Ich guck mal, ob ich hier irgendwie Gas geben kann. Ach doch! Gerade haben wir so ein bisschen Momentum aufgebaut. Auch das Spiel, ich habe das gefunden, dann habe ich das nur angemacht, ob es so geht und habe dann sehr schnell gemerkt, dass das ziemlich scheiße ist und deswegen habe ich das Spiel jetzt auch nicht großartig weitergespielt und ich überlege gerade ehrlich gesagt, ob ich mir den Kopfhörer rausnehmen soll. Für euch habe ich ja den Sound hier runtergeregelt, damit ihr meinen Gelaber auch irgendwie besser hören könnt, aber ich höre das hier gerade mit voller Lautstärke und ich muss sagen, ich kriege jetzt schon Kopfschmerzen. Also, ich frage mich natürlich, wie man so einen schlechten Song irgendwie für ein Gameboy-Spiel portieren. Es wurde wahrscheinlich portiert und nicht komponiert. Aber es muss doch irgendwer mal gehört haben und dabei gedacht haben, das können wir so verkaufen. Aber ich glaube, da war eher so ein bisschen der Hintergrund, okay, wir müssen halt irgendein Spiel rausmachen und das vermarkten wir dann halt dementsprechend. Und deswegen scheiß drauf. Aber da kriegt man doch Ohren- und Kopfschmerzen, oder? Also, wie ihr seht, das Spiel ist halt, es kommt keine Geschwindigkeit auf, also es ist nicht das, was man unter einem Sonic-Spiel erwartet, sagen wir es mal so. Die Grafik an sich mit Feinschliff würde die vielleicht sogar gehen, finde ich, ne? Haben wir jetzt fertig? Okay, ich wollte gerade sagen, irgendwie passierte nichts. Haben wir hier, das ist nicht mehr Green Hill, oder? Also ich bin hier in das Sonic-Dings nicht so irgendwie verwandelt oder verbandelt so. Aber Green Hill ist doch immer der Green Hill-Level, ne? Also dieses bisschen idyllische, die erste Welt halt, ne? Aber das sieht hier nicht wie Green Hill aus, sondern wie, keine Ahnung, irgendein Boss-Level oder irgendwie sowas. Und die Musik geht weiter, ey. Leute. Aber ich würde sagen, okay, ich bin nicht kurz gerannt. Es habt euch einen Eindruck gemacht, wie kacke dieses Spiel hier ist. Und ich würde sagen, ich habe noch ein Sonic-Spiel für euch. Und das gucken wir uns jetzt auch mal an, oder? Und das Spiel heißt Sonic 6. Ich weiß nicht, wie viele Sonic-Spiele zumindest in einer normalen Nummerierung es gab. Aber ich glaube, ein 6er Teil gab es nicht. Von daher ist das jetzt auch nicht so wild. Dieses Spiel ist jetzt allerdings keine Eigenentwicklung, sondern ein ROM-Hack. Und zwar von dem Spiel Speedy Gonzales. Da habe ich ja jetzt vor kurzem sogar erst einen Test dazu gemacht. Und da habe ich es ja eigentlich auch schon als quasi Sonic-Spiel natürlich bezeichnet. Von daher passt das natürlich. Deswegen ist hier im Prinzip die ganze Aufmachung die gleiche, nur dass ihr mit Sonic spielt. Das heißt, es ist gar nicht so schlecht eigentlich, ne, weil die Basis natürlich super ist, aber hat natürlich wenig mit Sonic zu tun. Wie ihr seht, es gibt halt da diese Käsestücke und so weiter, oder Kekse, was das sein soll, was halt mit Speedy Gonzales irgendwie war. Das Speedy Gonzales-Spiel, tippitoppi, war das jetzt nicht, hatte seine Probleme. Wenn es euch interessiert, könnt ihr natürlich gerne den Test irgendwie euch anschauen und anhören. Und ich bin jetzt hier gerade viel zu doof. War ich übrigens bei dem Original Speedy Gonzales-Spiel auch, ehrlich gesagt. So. Aber auch irgendwie gefühlt haben sich hier die Steuerung etwas schlechter gemacht. Ich habe die zumindest irgendwie bei Speedy Gonzales irgendwie besser im Kopf. Und da bin ich mir gerade sicher, konnte man da Gegner berühren oder nicht? Ich glaube nicht. Ist ein bisschen blöd, ich weiß. Für euch ist der Test, glaube ich, vor 2 oder vor 3 Wochen erst erschienen. Aber als ich das Spiel gespielt habe,
das war schon länger her, den hatte ich schon länger vorbereitet. Deswegen habe ich das nicht mehr so frisch im Kopf, sage ich mal. Aber ich glaube, da konnte man auch keine Gegner irgendwie besiegen. Was natürlich für Sonic auch irgendwie unlogisch ist, ne? Das heißt, ist ein okayes Spiel, nur hat halt mit Sonic bis auf die Geschwindigkeit oder dass ihr rennen könnt, vielleicht etwas wenig zu tun. Und es ist anscheinend hier irgendeine spanische Version. Ich zeige euch nochmal kurz ein anderes Level oder andere Welt. Aber ist halt kurios. Aber sogar hier auf der Übersichtskarte. Musste man mit dem Wald anfangen? Ich bin mir auch gerade etwas unsicher. Ich weiß, wieder top vorbereitet. Und auch die Musik ist halt so. Und das passt halt alles nicht. Ne? Aber Hauptsache, das ist vielleicht auch so ein bisschen der bessere Weg. Also im Vergleich zum anderen Sonic-Spiel, was ja, denke ich mal, eine relative Eigenentwicklung oder Klauerei, sage ich mal, war, die sich halt kacke gespielt hat, ist das hier gar nicht so eine verkehrte Idee. Zumindest haben sich hier so ein bisschen Gedanken gemacht, welches Spiel können so einigermaßen zu Sonic passen und haben da jetzt irgendwie auch die richtige Wahl getroffen. So, einmal drunter, so. Wir wollen hier auch etwas weiterkommen. Aber dann hätte man ja wesens, finde ich, auch so ein bisschen diese, ich sag mal, Käsestücke oder was das sein soll, auch gegen Ringe austauschen sollen, oder? Also ein bisschen, haben das so ein bisschen halbherzig gemacht, so ein bisschen sehr schnell. Aber hey, okay, gut. Ja. Bevor ich euch jetzt hier weiter nerve, ich hoffe, euch hat dieser Überblick über diese drei Bootleg-Spiele irgendwie erfreut. Und vielleicht hattet ihr auch solche Spiele damals als Kind. Wenn würde mich natürlich interessieren, haut es mal in die Kommentare rein. Danke, dass ihr wieder reingeschaut habt, ihr Lieben. Macht's gut.